Edward Freyja. How will she do it? Warum sie die... War die Tür hier nicht eben gerade zu? Für eine Sekunde? Ach, damit ich nicht rauslaufen kann wahrscheinlich, oder? Das sah so aus, oder? Gesiegt, gewonnen, gut gerungen. Dardavel, das Viech bezwungen. Mitgerissen wurdest du doch, mitgeschleppt ins dunkle Loch. Es heißt es, beeil dich, die Fäulnis nimmt zu. Bald ist sie in deinem Kopf, Perdu. Eines muss ich sagen zu dem Sieg in echt. Der Algo, wohl mal wieder recht. Ja, Algo hat mir Mut zugesprochen mit einem Gedicht. Und er hat recht gehabt. Das Gedicht auf, Algo. So. Bot sich gerade so an. Man hat es ja gut drüber geschafft. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Na komm. Sie wird nicht mehr aus. Das ist gut. Nanu? Das hatte ich doch noch nicht. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Okay. In der reizenden Aussichten. Warum bin ich jetzt hier oben? Was kann ich denn hier oben machen? Wenn ich nicht da was von der Brücke fixen kann. Das ist aber alles zu verschwommen hier, um irgendetwas Gescheites sehen zu können. Achso, wir können auch weiter nach oben. Alles klar, das erklärt es ja vielleicht auch. Aber wir haben noch nicht alles. Weißt du, Hella ist auch feige, ne? Macht sie da einfach die Brücke kaputt, damit ich nicht rüberkomme. Sowas. Dann bauen die auch in diesen feuchten Gemäuern immer aus Holz. Wie, geht nicht auf? Was ist denn das? Ist hier noch was? There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. She must align herself. Geil. There's the door. She aligns herself. Haha. Das freut mich. Seven Blow. Finde ich cool. Beides. Finde ich super.
Jo, hier ist noch eins, das vorletzte. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. Ja, Loki. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Oh, verschluckt. Entschuldigung. Das ist, ich kriege hier einen Lob über den anderen von Reifenblau. Finde ich sehr schön. So, erstmal machen wir die Tür hier auf, damit wir hier raus können gleich. 22:37. Ich hatte ja eigentlich das Bedürfnis, das schon noch zu Ende zu spielen, aber ich weiß nicht, wie knapp das zeitlich wird. Ich werde selten rot. So richtig rot kann ich gar nicht werden, glaube ich. Nicht bei der Blässe. Man will ja auch nicht so eine Viertelstunde vorm Ende aufhören, irgendwie so. Aber wahrscheinlich sind das doch mehrere Viertelstunden, die wir da zu gehen haben hier. Das wäre ja tragisch dann. Wie gesagt, ich muss morgen schon. Wir haben hier noch auf jeden Fall wieder Kämpfe. Junge, Junge, Junge. Das Ding ist, der wird wahrscheinlich nicht alleine bleiben. Brauche ich bei dem unbedingt den Fokus oder... Ja! Ja, jetzt brauche ich den Fokus, was sind zwei geworden, glaube ich. Hinter mir ist schon wieder was. Na komm, greif mich an. Okay, das waren sie ja schon. Sehr schön. Da ist sie. Der letzte Teil der Brücke. Sehr schön. Jetzt können wir rüber. Ich habe viele interessante Sachen. Geht das noch weiter hoch? Ich glaube nicht. Oder doch? Oh, verdammt, ging das noch weiter hoch? Oh Mann.
Lydia hat ja absolut recht. Aber weißt du, wenn du denn gerade runtergegangen bist, ne? Und dann siehst du im Chat die Frage, geht das noch weiter hoch? Das ist so, habe ich das Gas abgedreht? Man muss nochmal zurück und gucken. Das ist ein Problem. Sie hat sogar recht. Es geht hier noch weiter hoch. Vielleicht ist da oben die letzte Schrifttafel. Wir bedanken uns vielmals bei Lydia. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed. But his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love. And without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky, the heavens and earth and all the world will be burned, all the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Okay. Senua. Mach dich bereit für Ragnarok, den dich die kurz vor. Or it is nigh. Okay. Ja, Mensch, ey, danke. Gutes Auge. Ich hätte die Tafel da oben sonst nicht gesehen. Finde ich richtig cool. Dankeschön. Nochmal ein letzter Kampf auf der Brücke. Ach komm, du wirst doch jetzt nicht schlapp machen. Nein, wird sie nicht. Komm, greif mich nochmal an. Er ist auch verletzt. Ziemlich übel sogar. Oh, wo ist euch denn dahin ausweichen? Das merke ich aber gerade, dass ich hier... Ah, wir nutzen nochmal den Fokus hier. Sie wird nicht sterben. Ach du Schande. Leute. Muss das jetzt sein? Nein, nicht so. Dieses super Arsch da hinten an. Okay, jetzt machen wir mal eine Ausnahme. Boah,
Sie sind ja jetzt in alle Richtungen verteilt. Das werde ich jetzt wohl nicht schaffen. Irgendwann ist die Brücke mal zu Ende, ne? Und dann kommt eine Mauer hinter dir. Das ist ja unangenehm. Das ist durchaus unangenehm hier. Okay. Schwierig. Das sind sehr viele. Sehr viele. Na komm. Schickt es mir jetzt beim zweiten Mal etwas leichtere Gegner? Kann es sein? Steh auf. Wow, du bist doch ein ganz normaler. Geh doch weg da. Nicht. Jetzt kommt der andere ins Spiel. Jetzt habe ich ein Problem. Nicht so hektisch hin, oder? Ich muss jetzt gucken, wie ich das mache. Ich will ihn treten. Ich muss ihn treten. Oh, schwierig gerade zwischen den Gegnern zu unterscheiden hier. Hoffentlich jetzt nur noch einer. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja, wie episch wäre das, wenn man die Viecher einfach die Brücke runterstoßen könnte. Das stimmt. Aber dann wäre ich auch schon dreimal runtergefallen, glaube ich. Weiß jemand, ob das noch lange ist? Wir kriegen das fertig heute, ne? Oder? Also wenn ich es bis 23:30 hinschaffe, 40 Minuten, dann ist okay. Ich möchte jetzt eigentlich nicht abbrechen.
Das sieht eigentlich ganz friedlich aus hier. Schrifttafeln kommen ja nicht mehr. Und hier sind die heiligen Hallen des Todes, oder wie könnte man das nennen oder sowas? Da muss ich noch ein Foto von machen. So. Ich habe mich nicht geteilt von mir zu sein. Wenn du nicht mit mir sterben willst, dann lass mich in Ruhe. Was ist denn das hier für ein ominöser Spiegel? Frage, ob die andere Senua nicht sogar recht hatte? Ich weiß es nicht. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. If it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass es sich eigentlich bei dem Spiel immer noch darum handelt, dass da ja Psychosen. Also Patienten mit Psychosen auch befragt worden sind. Das wird sich bestimmt auch hier in dem Ende wiederfinden, denke ich mir. Also eben der Kampf mit sich selbst. Mit dem zweiten Ich, mit dem Alter Ego, die sagt, nein, geh nicht, du kannst mich nicht verlassen. Ich frage mich halt, welcher von beiden Persönlichkeiten war jetzt der Wahn oder hat sie sich jetzt davon befreit? Oder war das ihr klarer Verstand, der appelliert hat und sie hat jetzt doch mit ihrem, ich sag mal, mit dem Verstand im Wahn dann sich von ihrem klaren Verstand verabschiedet? Oder das andere war der Wahn und sie wird jetzt klarer? Man weiß es nicht. Also ich kann mir da jetzt gerade noch keinen Reimlauf machen. Schade. Ich hatte jetzt so das Gefühl, es wäre gut gewesen, wenn wir alle von diesen Runen gefunden hätten. Aber ich kann es nicht ändern. Aber das Spiel wird uns schon nichts Wichtiges vorenthalten. Oh, scheiße. Die haben sich gemerkt da. Verdammt. Ja. Die sie verbrannt haben? Oder Dillian? Oder andere? Ihre Mutter. Ich sehe es nicht.
darkness faces fear and suffering. You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. Have saved your mother through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Yeah. Fuck the gods! You did this to her! Das ist meine Aussage. Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you, too. You understand, son? Tu es trotzdem. I do understand. Genau. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. Nur Leid bringt Erlösung. It was all a lie. Selbst ausgepeitscht habe ich. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her! You killed her! You are the darkness! Alles klar. Das ist auch das Gesicht, was mir entgegenkam, als ich das erste Mal über die Brücke bin. Als ich Hell gegenübergetreten bin. Ah, wir können laufen. Sehr gut. Und Hell ist in dem Fall mein Vater.